Ich habe jetzt schon wieder Brand, wie blöd. Jo Leute, was geht? Neben mir steht mein bester Kumpel seit der 5. Klasse. Wir haben zusammen die Schulbank gedrückt, der Rot. Und der ist eigentlich das komplette Gegenteil von mir. Beamter, ich der zu tätowierte Vollassi. Und Rot hat Reinhäuter. Genau, Reinhäuter. Und der Schein drückt gerade, dass er hier der absolute Profi ist mit dem Specialized Demo und hier volle Ausstattung und so weiter. Denn das haben wir gerade alles für ihn hier in Whistler ausgeliehen. Herr Roth ist mit mir mal irgendwann vor etlichen Jahren, 10 Jahren bestimmt, mal in Winterberg gefahren und hat keinerlei Erfahrung sonst, wie es mit dem Biken geht. Ja. Ich glaube 6 Jahre ist jetzt. 6 Jahre her. Egal, auf jeden Fall, seitdem sind wir, glaube ich, nicht mehr gefahren. Er hat auch kein Mountainbike. Und wir werden jetzt heute mal die blutigen Anfängertrails zusammen austesten und euch zeigen, ob man hier als absolut blutiger Anfänger Spaß in Whistler haben kann. Hast du da Bock drauf? Ja, auf jeden Fall. Ich will jetzt gerne anfangen, es ist sehr warm unter dem Helm. Okay. So, du hast jetzt deine Tageskarte gekauft, genau. Zeig mal. Ja. Yeah. Sehr schön, dann kannst du jetzt losgehen. Genau. So, und dann musst du dich hier hinstellen. Thank you. So, ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass wenn man auch sonst kein Fahrrad fährt, das jetzt hier echt eine Herausforderung ist, auch wenn wir jetzt hier die grünen Strecken fahren, aber der Rot weiß, glaube ich, woher soll er es auch wissen, nicht mal welche Bremse wo ist, also ob jetzt links vorne ist, rechts hinten, wie man bremst, wie man auf dem Bike steht. Und ja, wir werden jetzt einfach mal dieses Easy Does It runterfahren, ganz entspannt und da auf die Basics achten. Ich werde auf seine Körperhaltung achten, dass die Pedale zum Beispiel, die Kurbel immer waagrecht ist, dass er steht beim Fahren, all solche Sachen. Und dann schauen wir mal, wie sich das heute entwickelt. Fängt ihr an? Da vorne. Da ist dieser Holzmann und wir fahren links. Rechts geht es auf Double Diamond. Ich wollte schon gerade sagen, weil ich springe da rechts rum. Ja. Ich habe gerade gedacht, du willst vielleicht da runterschieben. Nee, alles gut. Wir machen das jetzt ganz entspannt. Wie fühlst du dich? Ein bisschen nervös. Ja. Ein bisschen Angst. Ja. Und halt wegen dem eingeschränkten Sichtfeld halt einfach. Ja, das ist sicherlich auch super ungewohnt. Also, wir gehen nochmal durch, immer gleichzeitig bremsen. Ja. Ist wichtig, also nicht nur links, weil das wäre vorne, dann würdest du über den Lenker gehen. Dosiert bremsen und immer stehen ist wichtig. Schalten muss ich nicht oder sowas, ne? Nee, das lassen wir jetzt erstmal weg. Schalten tust du aber hier, bei dem schaltest du auf einen leichteren Gang und da mit dem Daumen, auch mit dem Daumen kannst du, also hier, genau. Du bremst auch immer mit einer Bremse nur im Finger, also so, genau. Und hier bei dem anderen Hebel schaltest du auf einen schwereren Gang. Aber kannst du erstmal jetzt so lassen, wir rollen jetzt erstmal. Dann, dass du immer stehst, ist wichtig. Und dass die Pedale immer waagrecht sind, also so und nicht so, weil sonst könntest du eben beim Stein oder in der Kurve hängen bleiben. Das ist, glaube ich, mein Hauptproblem, das immer im Kopf zu haben, weil, also dass die Pedale gerade stehen, weil ich bin auch einer, ich habe das gern, ich finde das angenehmer, wenn die halt unterschiedlich sind. Oder? Ja, ja, klar, aber das ist jetzt ja nicht wie auf dem Citybike oder so. Ja, wir schalten deine GoPro auch an. Die läuft dann hier aus deiner Perspektive. Genau, die läuft. Und soll ich dann vorfahren? Vor, ja. Okay. Gucken, wo ich her muss. Aber mach ruhig langsam erst. Ja, ja, ich mache jetzt ganz langsam. Irgendwie immer über den Lenker lehnen oder sowas? Immer zentral über dem Bike bleiben. Also nicht zu weit nach vorne, nicht zu weit nach hinten, sondern so in der zentralen Position. Wenn ihr auch einen Kumpel mal mit zum Bike nehmen wollt, denkt dran, ihr habt die Verantwortung für denjenigen. Also nehmt Rücksicht, denkt dran, wie es ist, als ihr angefangen habt und dass ihr dann ihm nicht zu viel zumutet, weil wenn jemand stürzt, dann kann das euer Fehler gewesen sein. Also geht da mit genügend Verantwortungsbewusstsein ran.
Wenn du jetzt in die Kurve kommst, fahr rein und guck dir schon auf das Kurvenäußere. Nicht direkt vor dich, sondern immer ins Kurvenäußere gucken. Genau. Sehr gut. Wichtig ist auch, dass wenn ihr einen Kumpel, einen Anfänger mitnehmt, dass ihr wirklich da eine sehr einfache Strecke wählt, weil weder ihr noch euer Kumpel hat was davon, wenn ihr das Ganze, quasi wenn das Ganze ein frustrierendes Erlebnis ist. Also wenn jemand jetzt Angst bekommt oder das Gefühl hat, ey, das kann ich nicht. Ist immer wichtig, das Ganze mit positiven Momenten, Erfolgserlebnissen zu belohnen. Und jemand fühlt sich definitiv besser, wenn er eine Strecke fährt, auf der er sich wohlfühlt und nicht ständig Angst haben muss. Deshalb fahren wir jetzt hier auch die einfachste Strecke in Whistler, um einfach mal reinzukommen, und dann schauen wir, wie sich das heute entwickelt. Pause, mach mal Pause. Okay. Voll leid. Was machen deine Beine und so vom ständigen Stehen? Ganz gut, eher der Rücken merke ich jetzt. Ja. Aber ich glaube, vom Schwierigkeitsgrad her könnte es sein, dass mir das schon reicht. Also ja. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man jetzt noch 2-3 Mal hier sowas runtergefahren ist, aber... Ja. Ja gut, das ist jetzt deine allererste Abfahrt. Ich denke, das wird sich auch noch geben, wenn du ein paar Mal hier gefahren bist. Ja. Aber so vom... Klar, ist jetzt anstrengend, die ganze Zeit zu stehen. Es sind Muskelgruppen, die du noch sonst nicht bewegst. So ist ganz okay. Also ja. Auf jeden Fall bis jetzt besser als mit Winterberg. Ja, wie gesagt, wir waren ja mal zusammen in Winterberg vor... 7 Jahren, 6 Jahren, ich weiß nicht mehr. Auch nur für einen Tag, und das war auch das einzige Mal, und da hat sich der Rot leider fast ausgenockt. Da ist er ziemlich schwer gestürzt. Ich habe jetzt schon wieder Brand, wie blöd. Soll ich weiter? Ich merke aber auch nur, also jetzt nur mal, ich bin also konditionell auch mit 100%ig fit anscheinend für sowas im Moment. Du spannst natürlich beim Fahren hier, auch wenn das jetzt keine schwierige Strecke ist, aber natürlich auch den ganzen Muskel im Oberkörper an. Ja. Rücken durchstehen, die Arme spannst du an. Ist schon dein ganzer Körper. Und dann mit der Koordination gleichzeitig. Ist ja jetzt nicht nur Ausdauer und Kraft, sondern auch die Koordination noch dazu. Hat der Körper schon was zu tun. Zu tief rein. Alles gut? Ja, ja. Alter, ist gut gefahren. Kannst weiter. Boah, leicht. Ich hasse diese Kurven, wo ich das Ende nicht sehen kann. Ja. Da habe ich Angst, da wäre ich jetzt fast drüber gegangen. Ja, ich stolz bin auch motiviert, auf dich. Aber was mich stört, ist echt das Scheiß gucken. Ich sauf den gleich um den Brunnen leer. Wie weit ist das denn noch? Jetzt sind wir ungefähr bei der Hälfte. Ja, das passt gut. Hast es geschafft. Und wie war deine allererste Abfahrt? War gut. War gut? War besser als Winterberg. Nicht hingefallen, auch super. Aber ich hoffe, ich... Ja, nicht total platt, also ich kann schon fahren, aber... Aber krass, weil du ja eigentlich sausportlich bist, also da sieht man, wie unterschiedlich die Muskelgruppen sind. Ja, aber jetzt auch schon lange nicht mehr so, also ich hab schon mega, also wenn ich gerade dran denke, wenn wir vor dem Kreuzbandriss gefahren wären, ja. Da hatte ich ja meine fitteste Zeit so mit. Da wäre das wahrscheinlich besser gewesen, aber ich denke mal, es kommt hier auch noch. Ja. Das war auf jeden Fall schon auch mal gut zu sehen, dass da auch mal eine andere, dass die noch langsamer runterfahren als ich. Also. Ja. So, unser gesamtes Apartment ist jetzt da, die Liz, die Nadine, der Nico und der Mali. Und das heißt, der Rot fährt jetzt seine erste Abfahrt mit mehreren Leuten, ja. Partylab sozusagen. Wir gehen jetzt auch von grüner Strecke, Easy Does It, auf blaue Strecke, Beeline.
Also kleine Planänderung. Wir fahren jetzt nicht Beeline, sondern Crank It Up. Fahrt ihr hinterm Rot, um den Rücken frei zu halten? Wir können auch vorfahren, weil ich nicht so schnell bin. Und wir mischen uns immer so ein bisschen unter das Volk. Ja, also die erste Party-Lab für Matthias. Erster Party-Lab für Matthias. Brauchst du noch einen? Ist das an? Ach so, ja, machen wir noch an. Okay. Let's do this shit. Matthias Road Train. Du fieser Wichser, ey. War schon mal gut. Nice, boy. Nice. Aber von der Länge ist das so wie die eben, oder? Ja. Nächste Pausenmöglichkeit noch mal nutzen, gell? Boah, Scheiße! Boah, warte mal grad! Das macht schon Bock, aber es ist ja mega auf die Pumpe. Ja, super, wirklich. Meist alles genial aus. Nur bergunterfahren. Die meisten Leute, die das noch nie gemacht haben, sagen immer, wir wollen nur bergunterfahren. Ja, dann könntest du ja bei Skifahren auch behaupten. Aber hier die Strecke gefällt mir besser als die andere. Habe ich mir gedacht. Weil einfach breit hier, Natur, weißt du, und du kannst, du musst aber nicht, gell? Ja, ja. Das wisst ihr. Boah, aber da ist so ein konditionelles Fragment, hätte ich auch nicht mehr gedacht. Ich muss doch jetzt mal Pause machen, weil ich die Waden ultra gemerkt habe. Alles gut, nichts passiert. Alles gut? Oh. Okay. Hä? Ja, nichts passiert, alles cool. Das sind gar nicht unsere. Ah, ich hab nur diese. Der hat mich dann. Der ja, war zu stark. Ich war jetzt froh, dass du da. Weil du bist leicht gerade gesprungen. Aber hat nicht wehgetan, alles gut. Ja, sehr gut. Hast dich auch gut gefangen. Hast du gut gemacht, Rot. Und du hast ihn auf Video. Aus deiner Perspektive und aus meiner. Ja, das schön weggesteckt, der Rot, hier seinen ersten Sturz. So, ich werde jetzt wieder vorfahren, sodass sich der Rot bei mir bei der Geschwindigkeit orientieren kann, weil eben, ja,
Wenn man sich dann wohlfühlt, lässt man halt ein bisschen mehr laufen und dann kann es halt sein, dass man schon relativ schnell springt. Und ja, das war eben das Problem, dass er sich da erschreckt hat, beziehungsweise dass er nicht wusste, wie er sich da verhält in der Luft. Yeah! Bin ich ein bisschen übermütig geworden. So, wir fahren jetzt den Family Cross runter zum Lift. Das ist auch eine blaue Linie und die Nadine fährt jetzt vom Rot. Dann fährt die Liz und dann fahre ich dahinter. Ich fand den Family Trail war für mich schwieriger zu fahren, weil du viel mehr Timing brauchst irgendwie, also wegen diesen... Ja, war schon mega gut, dass du den Trail gefahren bist, Alter. Ja. Da waren ja super viele Pumps drin und Kurven und... Genau, Pumps, das ist das Problem, da fehlt mir einfach das Timing, ey, da muss ich... Deswegen war da, hatte ich jetzt Angst mit, aber mehr Respekt als jetzt eben. Ja, aber du hast in deiner zweiten Abfahrt, also zweite Abfahrt, Wahnsinn. So, die dritte Abfahrt für den Rot und diesmal geht's ganz nach oben. Also Riesensteigerung schon, fette Props. So Rot, sag doch mal den Zuschauern, wie es dir jetzt ergeht. Zu wissen, du fährst jetzt ganz nach oben, machst deine dritte Abfahrt. Wie ist es dir bisher ergangen? Ja, mir geht's sehr gut. Ich bin ein bisschen müde, aber ich denke mal, das ist normal. Ja. Aber wirklich angenehm überrascht. Ist wirklich toll. So, da ist die Kamera. und hier ist wirklich eigentlich für jeden was dabei. Also kannst du empfehlen. Ich freue mich jetzt auch eigentlich runterzufahren und hoffe, dass meine Beine das mitmachen, dass ich das konditionell gut hinkriege. Und bin mal gespannt, was da jetzt für Trails kommen. Ja, sehr cool. Aber hast bisher sehr gut gemacht und das hier wirst du auch sehr gut machen. Alles cool, nichts passiert. Ich weiß noch gar nicht, das war die Bodenwelle, glaube ich, habe ich gesehen, keine Ahnung. Alles gut bei dir noch nach dem Sturz? Ja, ich habe, also es ist ja nichts passiert. Ja. Nur dann fängst du irgendwann an nachzudenken. Also jetzt noch nicht so, aber. Ja. Also ist ja nichts passiert. Ja, ja. So, der Rot hat es geschafft. Ich bin mega stolz auf ihn, wie gut er das gemacht hat. Und ich würde sagen, ich übergebe ihm das Wort. Wie war es denn? Ja, also es war absolut geil. Ich bin fix und fertig, total platt. Aber ich würde es auch wieder tun. Aber ich bin jetzt fertig und vielleicht später nochmal zwei Worte. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch einen Freund habt, der mit dem Biken anfangen soll. Und dann zeigt ihm hier das Video. Also haut rein. Bis dann. Tschö, tschö.